Ja, Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Ihr konntet ja in der letzten Folge sehen, dass wir da oben auf diesem Parkplatz an der Pferdekoppel übernachtet haben. Das war gestern. Heute in der Früh sind wir dann, ja, ich glaube, ziemlich früh, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht schon um 7:30 oder so aufgestanden. Heute haben wir ja vor, nach Edinburgh weiterzufahren. Allerdings ist es für uns jetzt noch zu früh, weil wir erst ab 3 ins Hotel einchecken können und wir wollen uns auf alle Fälle mal ordentlich duschen und wieder herrichten und normale straßentaugliche Klamotten anziehen, bevor wir uns in Edinburgh anschauen. Deswegen haben wir jetzt nur einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und wir sind jetzt hier am sogenannten Falkirk Wheel. Das ist eine sich drehende Bootshebemaschine, also ein Bootshebewerk. Das hebt von hier unten die Schiffe nach oben in so einen Wasserkanal rein. Ich glaube, auch ganz interessant, da mal zuzuschauen, wenn sich das Ding rotiert. Ich weiß jetzt allerdings aber nicht, wann das erste Schiff da hochgehoben wird. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal die Anlage an sich an. Wir sind ja noch relativ früh da. Also das Ticketbüro, das macht erst um 10 Uhr auf. Das ist jetzt so in 20 Minuten ungefähr. Da kann man halt auch so Bootstrips buchen. Das haben wir jetzt nicht vor. Wir wollen uns einfach mal die Anlage an sich anschauen. Hier ist jetzt so dieser untere Kanal mit Schiffsanlegern und da geht es dann hier schon mal in diese Schleuse rein. Die wirkt bautechnisch relativ alt, ist ja komplett aus Holz gemacht, steht aber 2001 drauf. Haben sie wohl so ein bisschen an die alte Tradition angelehnt gebaut. Und da hinten ist dann wie so ein größerer See, so ein Hafenbereich und hier ist dieses Hebewerk. Von hier aus kann man auch Stand-Up-Paddle oder Kajak-Touren machen, wo man sich hier das Equipment leihen kann. Es geht dann über diese Kanäle lang. Das sind jetzt gerade schon die ersten Leute, die das Schiff betreten. Dann können wir uns dieses Bootshebewerk einmal von der Seite anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr von Volksfesten und Jahrmärkten das Topspin-Fahrgeschäft kennt. Das ist im Prinzip ein ähnliches Prinzip. Wir haben also hier die zwei Arme und die rotieren dann wie so ein Karussell. Beim Topspin sind die Arme ja einzeln beweglich. Hier müssen sie natürlich parallel zueinander sein. Und das ist praktisch oben und unten ein Becken mit Wasser drinnen. Das Schiff fährt dann unten rein und wird dann samt dem Becken nach oben gehoben und fährt dann nach oben in den oberen Wasserkanal rein. Auf alle Fälle ein mächtiger Bau, wenn man davor steht. Das scheint auf alle Fälle hier ziemlich populär zu sein, da es komplett ausgebucht ist. Also es gibt überhaupt keine Tickets mehr, um mit diesen Booten zu fahren. Ja, hier bei diesem Wheel, da gibt es eine Cafeteria, da frühstücken wir jetzt gleich noch. Frühstück ist eingetroffen, das nennen die hier Rolls. Das sind so Brötchen mit Füllung, in dem Fall jetzt mit Rührei und Bacon. Nach einer einstündigen Weiterfahrt von diesem Bootshebewerk sind wir jetzt in Edinburgh angekommen. Hinter uns könnt ihr so einen Studentenkomplex sehen. Da haben wir unser Hotelzimmer für heute. Das ist ähnlich wie das Zimmer in Inverness. Haben jetzt gerade hier das Auto abgestellt. Und das ist generell hier so ein Shopping Center, so ein Einkaufszentrum. Da hinten kann man vergleichen mit so großen Supermärkten wie bei uns damals, Marktkauf oder ähnliches. Oder so große Realmärkte. Jedenfalls, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen Zeit, weil wir erst um 15 Uhr ins Hotelzimmer rein können. Deswegen schauen wir uns jetzt ein kleines bisschen um. Wir laufen einmal durch den Supermarkt durch, schauen uns da ein bisschen um und dann gehen wir eventuell auch noch zum Strand runter, weil der ist auch nicht allzu weit von dem Einkaufszentrum entfernt. Ja, hier gibt es auf alle Fälle auch wieder einen Haufen interessante Sachen, auch wieder einen Haufen indisches Zeug. Chicken Pakora, fertig.
dann also Takeaway, so kleine Reisbowls oder hier auch komplette indische Gerichte, Chicken Chalfresi, aber auch viele andere Sachen, zum Beispiel hier Minced Lamb Hot Pot, total interessant, gibt es also in so Kunststoffschalen und auch in so Aluschalen, wo man es dann in den Ofen reinstellen kann. Interessant, in wie vielen verschiedenen Sorten, die hier zum Beispiel diesen Uncle Ben's Reis, diesen Mikrowellenreis haben, also da gibt es bei uns überhaupt nicht die Sorten, zum Beispiel Caribbean Style, koreanisches Barbecue, Spicy Chili, Roasted Garlic. Ja, und hier geht es jetzt auch voll ab in der Reihe, das sind alles Konservendosen, von Baked Beans bis zu Fertiggerichten angefangen. Das komplette Regal von hier bis hier vorne sind alles solche Cup-Nudeln. Gibt es auch alle möglichen abgefahrenen Sachen. Bombay Bad Boy sind da ziemlich große Portionen. Mega interessant. Können einen ganzen Koffer von dem Zeug für die nächsten Outdoor-Touren hier kaufen. Und hier geht jetzt mit den Biere los. Und mit den ganzen Craft-Bieren und Ales. Alles voll. Gibt es zum Beispiel das Tiger-Bier in richtig großen Flaschen. Oder das Cobra. Singer. Wir konnten, nachdem wir jetzt ein bisschen gewartet haben, einchecken. Schaut jetzt ein kleines bisschen aus, weil wir jetzt erstmal alles hingeschmissen und dann mal 2 Stunden gepennt und uns ordentlich geduscht. Es ist im Prinzip vom Aufbau her genau das gleiche Zimmer wie das, was wir schon in Inverness gehabt haben. Also das sind halt so Studentenzimmer und die tun die untervermieten, während jetzt halt, die Semesterferien sind. Aber man hat im Prinzip alles, was man benötigt. Das Problem aktuell ist übrigens das, deswegen haben wir auch diese Studentenzimmer, dass die Hotelpreise jetzt im Sommer, also im August, extrem teuer hier in Schottland sind. Also man zahlt ja teilweise 300 bis 600 € für eine einzelne Übernachtung. Wir haben sogar Übernachtungen für über 1.000 € gesehen. Und das ist eigentlich komplett alles ausgebucht gewesen. Die einzigsten Zimmer, das waren wirklich diese Studentenzimmer. Und selbst die kosten so um die 130 € für eine Übernachtung. Also wir haben jetzt hier das kleine Zimmer. Und hier ist jetzt so ein ganz normales Bad mit dran, mit Dusche, also nichts Besonderes, aber es passt jetzt auf alle Fälle besser, als wie jetzt das komplette Ding bei den Witterungen im Auto durchzuziehen. Das wäre aus hygienischen Gründen einfach ja, ein bisschen eine Katastrophe. Jetzt stehen wir auf alle Fälle hier an der Bushaltestelle und haben vor, mit dem Bus jetzt halt nochmal in die Innenstadt reinzufahren, um eine erste abendliche Erkundungstour durch Edinburgh zu machen. Morgen wollen wir uns nochmal alles im Detail anschauen, aber heute einfach mal reinschauen, wie das Ganze bei Nacht ausschaut und vielleicht noch irgendwas Cooles zum Essen aufsuchen. Ja, geil, Leute. Wir haben uns oben im Doppeldeckergeschoss ganz vorne reinsetzen können. Jetzt kriegen wir gleich noch eine Sightseeing-Tour für 2 Pfund geboten. Werden die Bauten schon langsam beeindruckender. Wir kommen jetzt in Richtung Stadtkern rein. Dort ist jetzt schon das Edinburgh Castle. Aus irgendeinem Grund ist hier halt alles gesperrt aus irgendeiner Veranstaltung. Wir haben es nicht wirklich gecheckt, was es für eine Veranstaltung ist. Auf alle Fälle kommt man gerade aktuell überhaupt nicht mehr hoch. Jetzt habe ich euch ja gerade diese Einblendungen mit diesen Star Wars Schildern gezeigt. Wir sind jetzt durch einen Zufall in das Restaurant eingekehrt, was diesem Schauspieler von Star Wars gehört. Also der hat das gegründet
dieser Angus McInnes, der wo diesen Gold Leader von den Y-Piloten gespielt hat. Total der geile Zufall. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist das, dass er einige der Orte, die wir auf der Tour bis jetzt aufgesucht haben, also zum Beispiel in Glencoe oder auch auf der Isle of Skye, dieser Old Man of Story, das waren Drehorte von Ridley Scotts Prometheus, die teilweise in den Anfangssequenzen vorkommen, vor allem auch dieser Old Man of Story. Essen ist jetzt auch eingetroffen, Hot Wings und einen großen gemischten Salat gibt es bei mir. So Leute, nachdem wir jetzt gegessen haben, geht es jetzt hier in die Winkelgasse rein von Harry Potter. Ihr könnt sehen, dass es jetzt schon langsam dunkel wird. Wir laufen jetzt ein bisschen durch die schmalen Gassen von Edinburgh. Und dort unten, da kann man schon das Scotch Monument sehen. Da wollen wir morgen runtergehen. Das ist dann eher so die neue Stadt. Heute laufen wir abends noch ein bisschen durch die Altstadt. Ja. Ich habe es gestern nicht mehr auf die Reihe gekriegt, noch ein vernünftiges Outro zu drehen. Wir waren noch eine ganze Weile im nächtlichen Edinburgh unterwegs. Viele Fotos gemacht. Und ja, heute haben wir jetzt schon den Tag drauf. Für mich geht es jetzt wieder in die Stadt, allerdings werde ich das Video jetzt hier beenden. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, klickt einfach in die nächste Episode wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare und Abos freue ich mich natürlich wie immer. Und eventuell sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.